So, Part 2 von Hawks 1. Wir gehen auch direkt los, gehen ins Spiel. Ach, zurücklehnen. Ah, zurücklehnen ist Krieg. Zurücklehnen ist Krieg. Also zurücklehnen ist Krieg, da kannst du ja machen. Auf jeden Fall. Ja. Wer feuert? Ich habe Sie auf dem Schirm bei 330. Unterwegs ins nördliche Operationsgebiet. Eine gute Nacht, um auf die Jagd zu gehen. Schön, Sie zu hören, Oracle. Erstmal meldet Bereitschaft. Prima, Ihr Einsatzleitung. Sie haben dem Auftrag Luftunterstützung für einen US-Einsatzdienst zu leisten, dass die Anlage infiltriert wird. Das feindliche Gelände mit dem Codenamen Sierra 5 ist Teil eines Netzwerks von Frontstützpunkten von Las Trinidad im nördlichen Krisengebiet. Wir haben die Bestätigung, dass es dort wichtige Geheimdienstinformationen gibt. Alle direkten Anflüge auf Sierra 5 werden von einem extensiven Luftabwehrnetz geschützt, also fortschrittliche SAM-Stellungen und Suchradare. Unsere Helis müssen daher eine längere Route wählen, um diese zu umgehen. Obwohl dies eine Gemeinschaftsoperation ist, brauche ich Sie wohl nicht an die Arbeitsvorschriften unserer Firma zu erinnern. Wir erwarten, dass Sie alle Befehle bestmöglich erfüllen. Jede Flugzeug wäre schon Sprit, aber solange der Nachbrenner ja noch. Schwarmführer, ich halte Sie während der Mission auf dem Laufenden. Ihr Schwarm folgt Kurs 154 und eskortiert unser Einsatzteam über diesen Bergpass, um eine Entdeckung zu verhindern. Rufname für die Helis des Einsatzteams ist Skyhound. Skyhound-Führer, hören Sie mich? Skyhound 1, hören Sie laut und deutlich. Reaper, stellen Sie sicher, dass Sie alle Flugabwehrstellungen ausschalten, die Sierra 5 schützen, bevor Skyhound ankommt. Captain Mitchell leitet das Bodenteam. Sie kennen sich ja. Schön, Sie bei uns zu haben, Captain Crenshaw. Ich schulde Ihnen immer noch ein Bier für die Sache in Juarez. Gentlemen, wir haben einen engen Zeitplan. Heben Sie sich den Tratsch für den Rückweg zur Basis auf. Ich erkenne aktive SAM-Stellungen in der Flugbahn der Helis. Ja, direkt beim falschen Taste drücken. Boah. Sie müssen die Stellungen erledigen, bevor ein Helikopter diese Zone eindringt. Bestätigt, wir greifen die SAM jetzt an. Bewaffnet. Werde direkt selber am Bodenziel gebunden, viel zerstört. Was ist denn da los mit euch hier? Ein neuer Banditenschwarm im Anflug, komm schnell! Schnapp's euch! Verstanden, Oracle, danke für die Warnung! Ich gehe hin. Am besten zwei, weil zwei Flieger sind. Quatsch! Reaper, da vorne, sind ja nicht. Wie viele wollen denn jetzt noch zum Flugzeug? Danke für die Warnung, Oracle. Mach doch durch! Verstanden! Jäger im Anflug, Kurs 2, Jäger im Anflug, Kurs 249 auf Abfahrt. Direkt voraus. Ja, schnappt euch die alle, bleibt da. Seht zu, dass ich das hier hinkriege. Bei mir voraus. Ein neuer Banditenschwarm im Anflug. Also Flachs, ne? Verstanden, ah, die Flachsen sind schlimm. Aber die Banditen, die halt kommen. Erstmal die weg haben. Die Flachs schießen nicht sofort. Banditen direkt voraus. Waffe aufgeschaltet. Rakete im Anflug. Skyhound steht unter Beschuss. Transport-Helis stehen unter Flakbeschuss. Skyhound, reichen Sie aus! Die Skyhounds werden vom Boden beschossen. Reaper, kümmern Sie sich darum! Ich erkenne aktive SAM-Stellungen in Ihrer Flugzeuge. Sieht wieder vor, funkt ihr die Jets ab. Kurs 249 auf Abfahrtkurs zu den Helis.
Roger, Sichtkontakt zu überbieten. Ach ja, fliegt ihr hin. Ich schnapp mir ja die Jäger. 249 auf Abfangkurs zu den Helis. Roger, Sichtkontakt zu überbieten. Ein neuer Banditenschwarm im Anflug. Komm schnell. Verstanden, Oracle. Danke für die Warnung. Bandit auf 12 Uhr. Daneben. Rakete von mir. Dass man durch Bäume fliegen kann. Na Gott sei Dank. Skyhounds, warten Sie bei Ihrer aktuellen Position. Kommen Sie nicht in Reichweite der Sams. Verstanden, Oracle. Die Skyhounds warten ab. Reaper, verstanden. Wir nehmen jetzt Kurs auf die Sams. Kann auch. So, einen Teil der Jäger habe ich schon. Nichts haben wir dran. Hinter Ihnen, Captain. Jemand hat Sie auf dem Kicker. Waffe aufgeschaltet. Man geht im Anflug aufrechnen. Kümmert sich Hauptdruck genau um die Bodenstellung? Ja. Ein neuer Banditenschwarm im Anflug. Komm schnell. Verstanden, Oracle. Danke für die Warnung. Aber ich werde verfolgt. Das macht es ziemlich schwieriger. Ich arbeite dran. Fangen wir die Jetzeiten ab. Ah, Türke, kriegst du die Beta? Türke? Oh, das ist gerade ultra leise. Ah, ist aber so einer. Schaffst du schon. Bin überzeugt. Sams wurden ausgeschaltet. Ja, Skyhound, Sie können die Erfindung nicht. Wie niedrig fliegt ihr denn, ey? Wir müssen die Lust so schnell es geht absetzen. Skyhound, Sie dürfen nur zum Kampf vom Hotel. Das soll nicht ohne einen Absturz. Okay. Ich fange die Jäger ab. Mit Türke zusammen. Mach dir die Bodenziele. Jo. Da hin, Mann. Man geht auf 12 Uhr. Ein Banditen weniger. Ist weg. Wir stehen unter Beschuss und sitzen hier fest. Dann gehen es, Leute. Oh. Bin unterwegs. Ach. Ach, ja. Wir sehen uns, Captain. Ein neuer Banditenschwarm im Anflug. Komm schnell. Verstanden, Oracle. Danke für die Warnung. Oh, oh. Ups. Mann. Wir kommen wieder. Die Luftunterstützung hat genau getroffen. Wir nähern uns dem Ziel. Schwarm Reaper, hier Oracle. Ihr habt wohl ein ordentliches Nest entdeckt. Die umgebenden Feindlager senden aus allen Richtungen Nachschub nach Sierra 5. Matte Helis, leichte Panzer, NCVs und Tactical. Sie kommen schnell. Halten Sie uns schon lang, Captain Crenshaw. Wir müssen den Ghosts mehr Zeit geben, die Infos zu sichern und abzuheben. Jeder Sam ist da noch. Jet habe ich.
gehe auf Abfangkurs von den Jägern. Mann, was ich mache, Alter. Oder, was du eigentlich machst. Wie oft bist du jetzt abgestürzt in der Mission? Einmal, Mann. Aber ich bin tief geflogen. Da kommt noch was bei euch. Uncool. Ich schummel hinter, ne? Ja. Zerstört. Und was haben wir dran? Schön. Ich bin auf Kurs in Richtung der Panzer. Ziel verfehlt! Jene getroffen. In Abschuss! Fehlschuss! Erneut Angriff! Einverstanden! Ausrede! Wir sind außerhalb der Kommandozentrum und reiten sich in der Allianz vor! Wir stehen die Einsatzleitung! Wir haben die Basis erreicht und sind jetzt auf Ebene! Guck wieder was. Neue Zooms unterwegs. Nimm den hinteren. Da kommt ein Helikopter. Lake abdrehen. Sogar den vordersten hast du doch gleich. Schön. Leichte Panzer und AFVs nähert sich Sierra 5. Erledigt sie. Eure Raketen ja nicht. Oh, ne, damit kann ich nicht. Kein Schaden erzeugt. Waffe aufgeschaltet. Einmal den weniger. Ich bin damit gut. Überraschend gut. War nicht cool, dass ich genau jetzt weggegangen bin. Ich war gerade im Looping, Alter. Hier ist Ghost Leader. Alle Teams sind in der Luft. Wir bringen das Paket nach Hause. Schwarm Reaper eskortiert in die Hemis aufs Kampfgebiet. Sie müssen in einem Stück hier ankommen. Ich empfange aktive Sand-Signaturen entlang Ihrer Route und die letzte Welle Jäger sind in den Nacken. Flug Reaper, seien Sie vorsichtig. Greifen Sie alles an, was die Hemis gefährden könnte. Also dann, wir waren der Weg für mich in eine Haut. Guter Start, Schwarmführer. Zu den letzten bekommen? Oh. Ich fange die links ab. Okay. Bin schon rechts unterwegs. Ja, kann trotzdem noch einer mit hin. Wenn es wir rangehen, ist besser. Schneller sind sie weg. Fast geschafft, Ghost Leader. In einer Minute sind sie außer Gefahr. Michael, die Situation am Abholpunkt spitzt sich zu. Die Rebellen haben uns ausspioniert. Wiederhole, Abholpunkt ohne Gefährdung. Skyhound, zum Ausweichabholpunkt vorrücken. Reaper, es gibt neue Informationen in der Frage. Und dann selber was. Boah, das blöde Download-Fenster liegt mitten im Weg. Ich habe Banditen auf dem Schirm, die sich schnell von hinten nähern. Verstanden? Oh nein. Und jetzt kommt das. Was war das denn? EMP. Okay. Jetzt ist nur noch. Mein Bordcomputer ist auch abgespielt. Oracle, was sollen wir tun? Flug Reaper, die Einheitsleitung hat uns bereits gewarnt. Es gab wohl Probleme mit dem Datenbank-Update heute Morgen. Sie checken das gerade. Wie bitte? Was kann ich jetzt machen? Gar nichts, Jasper. Das System muss am Boden neu gestartet werden. Kann ich dir ansteigen? Was sollen wir mit den Banditen machen, Oracle? Unsere Raketen sind nicht scharf. Blue Reaper, Sie müssen den Rückzug der Skyhound stecken.
Zurückfallen und Banditen beschäftigen, bis Skyhawk sicher ist. An alle Reaper-Einheiten, Einsatzleitung hier. Gehen Sie auf Kanal 12 für eine dringende Mitteilung. Luke Reaper, Empfangshöhe zum Kanal 12. Reaper, Mission sofort abbrechen und zur Basis zurück. Sir, wenn wir jetzt abziehen, hat Skyhawk keine Chance. Ich riskiere kein wertvolles Firmeneigentum auf diese Art. Crenshaw, denken Sie an Ihr Verheben. Aber wie fliegt dieser Spacko denn? Sie haben Ihren Teil getan, jetzt ziehen Sie ab. Crenshaw, sag, dass wir das nicht tun werden. Wir haben Geschütze, wir können immer noch kämpfen. Crenshaw, ich gab Ihnen einen Direktum. Wie sind alle denn? Ey, da kommen ganz viele. Das beschäftigt euch nicht nur mit ihnen. Ja, du kriegst ja nicht mal die Idee. Ja, du musst ja nur beschäftigen. Rinfliegen in dir Radar und dir Kreis und abfangen. Ja. Geht nicht darum, dich zu zerstören. Oh, Täuschkörper funktioniert noch. Na, mal hin. Nur beschäftigen müsst ihr die, mehr nicht. Ich glaube, ich habe sie alle auf mich gehetzt gerade. Oh, kommt mal hin, kommt mal hin. Ich bin Krieg. Guter verfickt, dann geh mal. Ziel in Schussweite. Waffe aufgeschaltet. Oh, komm, noch ihn getroffen. Ah, komm schon. So einen normalen Kampf wären wir schon längst tot, Alter. Ich hab gerade jemanden getroffen, den ich gar nicht anvisiert habe. Na, ja, go. Fliegt noch den innen hinterher hier, den wir unbedingt haben. Schon. Jawohl! Ah, krieg dich! Komm schon, 10 AP noch. Mann! Gibt's doch nicht. Ich hab die Knoten hier angeordnet. Jetzt fliegt die ganze Zeit Flugzeuge vor meine Nase, die ich alle treffe. Sehr gut, wir sind auf dem Weg. Geil, oh nein, nein, MG zerstört. Reaper, die Kampfzone ist jetzt sauber. Ah, ich hab... Danke, dass Sie zu uns gehalten haben. Das vergessen wir nicht. Reaper, hier die Einsatzleitung. Glückwunsch, beeindruckende Leistung. Auch wenn Sie einen direkten Befehl missachtet haben, haben Sie die US-Einsatzkräfte gerettet. Kommen Sie zurück zur Besprechung. Over and out. Jetzt schulde ich Ihnen 2 Bier. Danke, dass Sie Ihren Hals für uns riskiert haben. Wir tun nur unseren Job. Keiner von uns findet die dahinter. Ich bin sicher, Crenshaw denkt genauso. Tue ich nicht. Oh, wie habt ihr abgeschossen? Ohne Raketen? Keine Ahnung. Okay. Ihn, aber auch mit Arm und Krach, Alter. Oh, ist ich schwer. Bodenziel sehr stark mit der MG. Ja, Bodenziel, bitte dich. Bewegt sich ja nicht. Ja, ich habe damit bestimmt 8 Flugzeuge oder so irgendwie mal angeschossen, aber... Die sind alle vor mir immer hergeflogen. Ja, das haben sie auch immer. Obwohl ich gerade ausgeflogen bin. Na, jetzt. Bereit. Guck mal, habt ihr so komische Playzeichen hinter euren Namen? Hallo. Wie ist das bei Master jetzt? Aber noch ein Menü fahren. Noch ein Menü. Ich hab ein paar Herausforderungen bekommen. Immer diese Gammler. Geht 3 in 3, ey. Kennst du ja?
Mit Galber. Irgendwann muss dieser dumme Witz ja mal kommen. Mick Geiber. Witze. Ja, das ist doof, wenn du nicht sein kannst. Mhm. Von der Dance 4 anzurufen. Oh nee. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt ein bisschen davon. Aha, die ist fürchterlich. Du musst doch Flugzeugträger landen, Firma. In den Flugzeugträger. Hier aber wirklich die Multi-LLs nur für Notfälle benutzen. Ich glaube, okay. Das war hier ganz schön krass mit den Helikoptern und so. Storm Reaper, hier Commander Bone von der Lawrence. Die Flotte von Las Trinidad hat unsere Kampfgruppe entdeckt und ist dabei, sich in Raketenreichweite zu manövrieren. Wir empfangen eine Anzahl von Hochgeschwindigkeitsschiffen und Luftkontakten, die der Hauptflotte vorauseilen, um unsere Schiffe abzugreifen. Ich komme rechts, Helikopter. Die Einheiten müssen um jeden Preis von der Trägergruppe ferngehalten werden, während wir den Angriff auf Las Trinidads Flotte vorbereiten. Storm Reaper bestätigt, Commander, wir halten die bösen Jungs von Ihnen fern. 15 Kilometer entfernt. Jena muss links die Helikopter übernehmen. Jena kann schon in Richtung der. Sich in Richtung der Schiffe bewegen. Der hinteren. Ja, dann nehme ich links die Helikopter. Türke, dann du Richtung die Schiffe in der Mitte, die große Flotte. Wir kommen gleich. Eventuell. Und es wird ein Anflug. Mann, schau dir mal die Größe der Feindflotte an. Wir haben ja fast so viele Schiffe. Boah, die brauchen drei. Trinidad hat jetzt 203 Marine TMCs angeheuert. Wir haben viel Geld ausgegeben, um die Magellanstraßen zu kontrollieren. Hier ist Shepard. Oh, da ist kommt aber weg. Große. Bomber kommen da in die Flugzeuge da, die Bomber. Bin dabei, ich mach's da. Zu spät. Hast du Multi-Ace genommen? Einmal. Okay. Ja, das wäre jetzt auch mein Plan gewesen. Halt. Da kommt noch ein Schwarm. Aber die steht noch in Südostasien unter Vertrag, glaube ich. Wäre aber nicht überrascht, wenn ich irgendwann hier auftauche. Wie ein Schiff habe ich hier? Ich fange mal kurz die Bombe ab, die auf meiner Kurs sind. Bomber von links und rechts jeweils. Ja, ich dreh schon ab. Nimm links. Nimm mal einer den. Okay, ist weg, ganz ehrlich. Hab ich schon. Ich schieß Mutti jetzt, Tug, also warte noch. Ich weiß nicht, wie viel die vertragen. Nur eine Lade vertragen. Ich meinte Blake. Haben EB da nicht hier getroffen. Ich glaube, ich habe Jagdentreffer gehabt davon. Okay, sind weg. Wieder die Schiffe in der Mitte. Na, Türke macht schon. Wir brauchen drei Raketen, oder Türke? Ja. Welche Schiff hast du denn schon angehauen? Ich fange den rechten Jägerschwarm ab. Jeder muss den linken übernehmen. Ja, und jeder könnte der Türke mal schnell helfen. Ja, okay. Auf das gleiche Schiff wie er gerade. Okay, das hat er. Schnapp ich mir erstmal die Flieger. Das andere Schiff habe ich. Kein Treffer.
irgendwo sein. Flieg mal an. Hat nichts getroffen, was ist denn hier los? Wie hab ich jetzt? Ich bin direkt auf die nächste drauf hin. Da ist einer durch. Und die hinteren habe ich alle. Warten. Oder ist da noch einer? An alle Einheiten, die Feindflotte ist jetzt in Reichweite. Wiederhole, Feindflotte ist in Schussweite. An alle Schiffe, hier ist Commander Bowden. Die Feindflotte ist in Schussdistanz. Feuer frei. Wiederhole, Feuer frei. Ah, kommt schon. Jawohl, die drei habe ich, die da kommen. Daneben. Schön. Hinter mir ist noch was. Ziel erfasst. Hier ist hinter der. Fange Abschusssignale von den. Hab ein paar. Aber nicht alle. Die anderen sollte ich haben. Die ganze ist die Schwader bei mir. Fliegt nochmal neu an. Vom Helikopter, aber die sind langsam, da haben wir ein bisschen Zeit. Die drei habe ich, die da kommen. Ja, dann habe ich Drucke. Links, die müssten noch weg. Kümmere mich um die Helikopter. Das sind weg. Rechts meine ich die 203 Stück, die da kommen. Fox bereit. Kümmere mich erstmal um die Helikopter so ein bisschen. Ich hab die Bomber links im Visier. Ein Helikopter, ich schwör das weg. So, die Helikopter sind weg. Ich will nach rechts rüber für die Bomber. Okay, ich bin gleich da. Nicht um die Feindschiffe kümmern. Es ist äußerst wichtig, dass sie die Luft hier hinter der. Lenkt den mal um und helft mal Master. Nee, ich brauch nicht. Ein Schwarmangreifer wurde zerstört. Gute Arbeit. Achso, du hast ja. Jo. Da waren Multi-LLs hinter denen. Achso. Das Umfeld der Flotte ist sauber. Könntest du am besten wirklich erstmal hinter den gehen, dann hinter den Herzen Multi-LLs. Das treffen auf jeden Fall. Ja, übernimmt ihr die. Ja. Kommt noch 11 Multi-LLs. Ich hab nur noch eine. Okay. Kurz noch. Aber es sind zwei Jets, ne? Sind richtig. Gut. Weg, ja. Einen habe ich jetzt noch in Reserve. Kampfhubschrauber im Anflug, bitte klar zum Angriff. Also im Prinzip kann ich die Multi-LLs vergessen. Dann hebt ihr die irgendwie noch auf, falls du nochmal schnell nachhören musst irgendwo. Die Multi-LLs dann bloß noch für das Nötigste nehmen. Scheiße. Ich hab da richtig ein Problem gerade. Kann mal jemand kommen? Sich hinter mir klemmen? Jawohl. Dankeschön.
Schüssel Mick. Ja, hier. Boah, der hält viel dich. Willkommen, sag ich. Der Türke da war. Oh, lol. Okay. Den hat zerrissen. Hier, Commander Bogen. Die Feindflotte ist erledigt. Die meisten Schiffe sinken schnell und der Rest ist nicht der Kampf. So enttäuschend, oder? Die Kräfte am Leben und vier Fähigkeiten geboten haben. Ja. Ja, deswegen, eigentlich macht das keinen Sinn. Also, die werden schon längst abgeschossen worden. Das war harte Arbeit. Bestätige Schwarm Reaper. Freigabe zur Heimkehr. Sinterberg. Empfange eine große Flotte, die aus einer Sturmfront im Westen kommt. Wir hier sind nur Kampfschiffe. Das ist James Lawrence. Sie stören eine US Navy Kampfoperation. Identifizieren Sie sich und äußern Sie umgehend Ihre Absichten. Commander Bowden, hier ist Artemis Task Force 7. Sie stören die Party, nicht wir. Ihre Flotte verlässt nun umgehend diese Gewässer oder Sie werden die Konsequenzen tragen müssen. Konsequenzen? Was zum Teufel hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass Artemis seine Position neu besetzt. Oh. Es lohnt sich nicht. Ist gerade gestürzt. Ja. Ich kann eine schlechte Idee, da habe ich mehr Muni wieder. Also so ihn. Ihre Schiffe sind beschädigt und ihre Munition ist größtenteils verschossen. Sie sind uns absolut unterlegen. Das ist die letzte Warnung. Ziehen Sie Ihre Schiffe sofort zurück oder Sie werden zerstört. Oh je, wir haben bei Artemis nicht unterschrieben, um gegen unser Heimatland zu kämpfen. Wenn Sie die Lawrence wollen, müssen Sie an uns vorbei. Schwarmführer hier gut. Wir sind froh, dass Sie auf unserer Seite sind, aber Colonel Bruce hat recht. Die Artemis-Flotte ist uns deutlich überlegen. Das Herz der Artemis-Kampfflotte ist das Schiff und die Myrmidon. Das ist ein hochmodernes Schlachtschiff. Erstmal ringsherum das alles zerstören, bevor die Meredith angreift. Oh, da steckt ein, geht ein. Oh. Das ist voll gut, die LLs. Ich hab keinen einzigen. Ey, Gunne. Ich lass mich mal zurückfallen, damit einer sich die... Aber Türke müsste das viele haben. Gut, der ist abgestürzt. Aber da kann sich die erstmal auf... Sind sie alle auf mich? Haut ab! Dann sehen wir mal, wer hier die Top Guns sind. Mit welchen Feuerreichweite? Doch Chef, die sind noch ein bisschen Türke. Nicht abstürzen. Dass diese Typen skrupellos sind, wusste ich, aber wie kann man sich so schnell gegen seine eigenen Leute stellen? Ich glaub nicht, dass ich das tue. Mit ein paar von diesen Jungs kämpfen wir seit Jahren. Mindestens 10 Abschuss. Ziel ist noch aktiv, Schwarmführer. Wiederhole. Ziel ist noch aktiv. Halt hinter dir eine Stufe. Noch einmal die wenige Boden geschossen. 6 Uhr. Master, wenn du Jagdraketen hast, kümmert du dich um die Schiffe. Und da J-Strikes hab ich. Ja, kümmere dich um die Schiffe. Erstmal die kleinen Fregatten wegmachen. Wir halten dir den Arsch frei. Okay. Okay, sofort. Ah, noch die Schiffe. Alter, der Joker. Krass. Wie der da beschossen wird. Ziele beibehalten, wie sie jetzt sind. Blöding. Ah, fuck. Ich hab keine Fleischkörper mehr.
Du bist gerade ultra leise, Mann. Musst du einen anderen Modus wählen? Ah, brauchst du ja nicht. Kannst du auch so aus. Ich muss eine enge Kurve fliegen. Ach, Scheiße. Mann, das Ding hält aber auch was durch. So ein Kriegsschiff. Wow, was ist das für eine? Wow! Renn ein bisschen. Minimum 1000. Deswegen fliegen wir auch noch. Drei Raketen noch. Alter! Dann schon wieder! Ich weiß gar nicht, wo unten ist. Flugzeug mal schon, was das will. So kaputt ist. War schön, hat Spaß immer. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte die ein bisschen anders in Erinnerung. Schwieriger. Also, mehr Action und so. Noch mehr. Ja, das Schwierige waren im Prinzip die Bomberpiloten. Ja. Die haben wir richtig gut in den Griff gekriegt, denke ich. Dann hab ich viel freischalten. Lauter Waffenpakete. Stiletto. F14A. Langsam dürften wir auch mal Flugzeuge haben, die sogar besser sind für die Mission. Ich nicht. Ich habe immer nur die Weg bekommen. Oh nein, das ist die Mission. Suchen und zerstören. Nicht vorfliegen. Alter, was ist denn das? Spackt hier rum. Ihr erstes Ziel ist es, ins Landesinnere zum Artemis HQ zu fliegen. Ich schütze ab. Meine aus Maus oder so spinnt rum. Ja, was passiert hier? Sie müssen zuerst diese Radarbahnen finden und zerstören. Dann bringen Sie zur Basis vor und zerstören den Hauptradar. Wenn Ihr Frühwarnnetz ausfällt, können wir Bomber schicken und die Basis ausrüsten. Hier ist Zitter da. Ich habe sie am äußeren Rand des Einsatzes. Ja, ob ich jetzt davon nicht fliegen kann, wenn ich. Oh, ja. Nee, ist immer noch nicht. Hä, was ist denn das? Flugzeug zuckt mal. Die Signalanzeige auf Ihrem Hard zeigt, wie weit eine Radarmarke entfernt ist. Wenn Sie sich auf die Marke zu bewegen, wird die Anzeige grün. Die Anzeige fühlt sich, je näher Sie der Radarquelle kommen. Wenn die Anzeige voll und grün ist, sind Sie auf dem richtigen Kurs. Fliegen Sie dann einfach weiter, bis Sie die Marke sehen. Marke hier. Einfach, was wir machen müssen. Du musst gucken, wenn die Anzeige grün wird, ist irgendwas ein Ziel in der Nähe. Immer Bahn gegangen, Alter. Da war aber auch dreckig.
Die rote Wand ist bestimmt böse. Alter! Oh, hier kommt irgendwas bei mir. Was zuckt hier die ganze Zeit? Ich weiß nicht, was das soll. Hab noch einer. Sie haben den richtigen Kurs. Halten Sie nach der Barke auf. Ja. Kontakt. Sie haben eine Barke gefunden. Feuer frei. Direkter Treffer auf der Barke. Suchen Sie jetzt nach der nächsten. Das ist es. Das Signal wird stärker. Es wird warm. Noch einer. Das ist es. Halten Sie jetzt den Kurs und Sie sollten die Barke finden. Jetzt das? Was? Wird es das? Ja. Oh, gut. Das feindliche Schiff zerbricht. Ziel zerstört. Fox 3 verfolgt. Wo du wohl hinfliegst. Ja. Ja, du bist gerade so den zeitbrecherischen Rennen geflogen. Das ist gerade mit Schülern. Und irgendwie rankommen. Im Kreis darf ich nicht mehr fliegen, oder? Du darfst, aber. Nur kurz, glaube ich. Nur kurz, für kurze Zeit nur. Drei Linke sind schon was verändert. Bestätige Zerstörung von Flakstellung. Irgendwie finde ich hier nichts. Wird man noch auf Kurs, also. Ich denke, bei mir da vorne auf der Insel wird was sein. Mann, jetzt wohl die falsche Taste. Das ist nervig. Abbruch bestätigt. Die
in die Radtür mit der Nebenroten zu. Hoffe nicht. Läuft die ganze Zeit dran vorbei. Ich glaube, ich hab's gefunden. Das ist die Anlage. Sie haben Angriffsfreigabe. Achten Sie auf Lachs und Sens. Ja, fun. Radar-Atom. Die müssen in der roten Zone sein. Nein. Ja, ihr wart definitiv nicht in der roten Zone. Ziel, eine Anlage wurde zerstört. Suchen Sie jetzt die nächste. Oh. Mann. Scheiße. Naja, Anflug. Direkter Treffer an der Radaranlage ist zerstört. Direkter Treffer an der Radaranlage ist zerstört. Das war die letzte Radaranlage. Das Artemis-Rüber des Themis aufleiten. Ihr nächstes Ziel ist die Kernstellung von Artemis entlang Gargoyles Kurs zum Ziel auszuschalten. Die Flugbahn wird auf dem ERS gesichert. Ihr habt alle aus hier seht. Alter, sie war. Jetzt hab ich echt eine Rakete abbekommen. Ja, ich bin schon gründlich. Flug mal. Türke, du bist in der Nähe. Geh mal Richtung, flieg mal Richtung Gargoyle. Ich komm auch in die Richtung. Ihr kümmert euch um die Sam-Stellung. Ja. Wenn unterwegs noch findet, zerstört. Ihr seht ja die Route. Feindlicher Abfangjäger, kommt schnell näher! Master Abfang! Das feindliche Abfangjäger kommen in ihre Richtung! Ich bin noch auf dem Weg zu Sam-Stellung da auch. Fang die Jäger ab, scheiß mal auf die Sam-Stellung bitte. Die zählen schon mal mich verfolgen, aber ist egal. Die Sam-Stellung mache ich schon. Verfehlt, erzähl doch nicht. Ich verfehle nie mein Ziel. Bodenziel zerstört. Muss da mal schnell wieder abfangen. Blake, du kennst deine Aufgabe. Alle Sam-Stellungen zu abfangen, die du siehst. Jo, wunderbar. Vor allem, dass wir die auf Strecke sind. Komm schnell näher. Schwarmführer, Sie haben einen Banditen erreicht. Erreichen Schussweite. Sein Flugzeug abgeschossen. Achtung, Schwarmführer, ein Bandit hat Sie erfasst.
feindliche Jäger auf Abfangkurs. Für bitte Unterstützung. Verstanden. Ausführer Angriffsfreigabe für Abfangjäger erteilt. Komm schon. Kaputt? Ja, ich habe noch 7 HP. Was hat der gemacht? Ziemlich viele Raketen. Also ich habe auch noch 5 Täuschkörper. Vielleicht sollte ich die mal mehr benutzen. Ich habe schon 2 oder 3 Mal mich umsonst geschossen. Ach, ich muss noch aus Versehen. Feindliche Abfangjäger haben Kurs auf sie genommen. Alles groß auf mich hektisch gefühlt. Lizenzstellung? Ja. Wir Gargoyle-Führer haben Startpunkt erreicht und starten den Bombenanflug. Ziele markiert. Hauptwaffenschalter scharf. Standby. Waffe abgeworfen. Oh. Waffe abgeworfen. Wann denn? Hat er gelogen? Nicht schon abgeworfen. Ich habe Kurs darauf nehmen. Denke, Fernsteuer ist schon unterwegs, braucht nicht mehr fliegen. Ich abdrehen. Es könnten 100 Flugzeuge auf die Ostküste zufliegen und ihr würdet nicht merken. Dann müssen wir annehmen, dass genau das passiert. Artemis führt einen präventiven Erstschlag gegen die USA. Was sollen wir tun, Sir? Wir haben jede Verbindung zum Festland verloren. Artemis hat uns komplett isoliert. Alle Einheiten sofort zu Lawrence zurückkehren. Wir bringen alle verfügbaren Vögel in die Luft und schicken sie der Truppe von Artemis hinterher. Mit Glück könnten wir sie vor dem Ziel erreichen. Ja. Gerade sagen, ob er auch mal zu Ende gehen will. Inhalt wird gespeichert, bitte warten. Das ist mir also ganz viel Punkte gemacht.
Oh, F-16A. Nein, Captain, jemand hat sie auf dem Kicker. Wache aufgeschaltet, man geht immer zum Aufrechten. Kümmert sich überhaupt noch um die Bodenstellung? Ja. Aber ich werde verfolgt. Das macht es ziemlich schwieriger. Ich arbeite dran. Ich fange mal die Jetzeiten ab. Ach, Türke, kriegst du die Bete? Türke? Das ist gerade ultra leise. Ah, ist aber so einer. Schaffst du schon. Bin überzeugt. Die Sams wurden ausgeschaltet. Die Zäune kann man fliegen. Skyhound, Sie können die Erfindung. Wie niedrig fliegt ihr denn, ey? Wir müssen die Luft so schnell es geht absetzen. Skyhound, Sie dürfen nur zum Kampf. Ich muss nicht nur Absturz. Ich fange die Jäger ab. Mit Türke zusammen. Mach dir die Bodenziele. Jo. Denn da hinten, Mann. Man sieht auch zu in Ruhe. Ein paar Dinge weniger. Zurück. Wir stehen unter Beschuss und sitzen hier fest. Dann gehen das, Leute. Unterwegs. Fuck. Ach, nur hier. Hier noch Gattel, ein neuer Banditenschwarm im Anflug. Komm schnell. Verstanden, Oracle. Danke für die Warnung. Oh, oh. Ups. Mann. Wir kommen wieder. Die Luftunterstützung hat genau getroffen. Wir nähern uns dem Ziel. Schwarm Reaper, hier Oracle. Ihr habt wohl ein ordentliches Nest entdeckt. Die umgebenden Feindlager senden aus allen Richtungen Nachschub nach Sierra 5. Batteries, leichte Panzer, NPVs und Tacticals. Sie kommen schnell. Halten Sie sie uns vom Land, Captain Crenshaw. Wir müssen den Ghosts mehr Zeit geben, die Infos zu sichern und abzuheben. Jede Sam ist da noch. Jet hab ich. Ein neuer Magnetenschwarm im Anflug. Komm schnell. Verstanden, Oracle. Danke für die Warnung. Macht weiter! Wir haben das Ziel fast erreicht. Wir stehen unter Beschuss und sitzen hier fest. Brauchen Luftunterstützung. Ich gebe Abfangkurs von den Jägern. So, Part 2 von Hawks 1. Wir legen auch direkt los, gehen ins Spiel. Ach, zurücklehnen. Ah, zurücklehnen ist Krieg. Zurücklehnen ist Krieg. Also zurücklehnen ist Krieg, da kannst du ja machen. Auf jeden Fall. Ja. Okay, Feuers. Ich habe Sie auf dem Schirm bei 330. Unterwegs ins nördliche Operationsgebiet. Eine gute Nacht, Kommandant. Wir sind zu hören, Oracle. Erstmal meldet Bereitschaft.
Reaver, hier Einsatzleitung. Sie haben den Auftrag, Luftunterstützung für einen US-Einsatzteam zu leisten, das die Anlage infiltrieren wird. Das feindliche Gelände mit dem Codenamen Sierra 5 ist Teil eines Netzwerks von Frontstützpunkten von Las Trinidad im nördlichen Krisengebiet. Wir haben die Bestätigung, dass es dort wichtige Geheimdienstinformationen gibt. Alle direkten Anflüge auf Sierra 5 werden von einem extensiven Luftabwehrnetz geschützt, also fortschrittliche Sam-Stellungen und Suchradare. Unsere Helis müssen daher eine längere Route wählen, um diese zu umgehen. Obwohl dies eine Gemeinschaftsoperation ist, brauche ich Sie wohl nicht an die Arbeitsvorschriften unserer Firma zu erinnern. Wir erwarten, dass Sie alle Befehle bestmöglich erfüllen. Jede Flugzeug wird schon Sprit an, solange der Nachbrenner hier anhört. Schwarmführer, ich halte Sie während der Mission auf dem Laufenden. Ihr Schwarmfreund Kurs 154 eskortiert unser Einsatzteam über diesen Bergpass, um eine Entdeckung zu verhindern. Rufname für die Helis des Einsatzteams ist Skyhound. Skyhound-Führer, hören Sie mich? Skyhound 1, hören Sie laut und deutlich. Reaper, stellen Sie sicher, dass Sie alle Flugabwehrstellungen ausschalten, die Sierra 5 schützen, bevor Skyhound ankommt. Captain Mitchell leitet das Bodenteam. Sie kennen sich ja. Schön, Sie bei uns zu haben, Captain Crenshaw. Ich schulde Ihnen immer noch ein Bier für die Sache in Juarez. Gentlemen, wir haben einen engen Zeitplan. Heben Sie sich den Tratsch für den Rückweg zur Basis auf. Ich erkenne aktive Sam-Stellungen in der Flugbahn der Helis. Ja. Direkt mal falsche Taste drücken. Boah. Sie müssen die Stellungen erledigen, bevor ein Helikopter diese Zone eindringt. Bestätigt, wir greifen diese Erkenntnis. Waffe. Werde direkt selber am Bodenziel gebunden, viel zerstört. Was ist denn da los mit euch hier? Ein neuer Banditenschwarm im Anflug, komm schnell! Schnappt's euch! Verstanden, Oracle, danke für die Warnung! Ich gehe. Am besten zwei, weil zwei Flieger sind. Den nächsten Mal. Quatsch! Reaper, ihr fahrt aktive Sammstellungen auf Zielsuche entlang ihres Kurses. Gehen Sie in den Tiefflug und... Wie viele wollen ihr jetzt noch zum Flugzeug? Danke für die Warnung, Oracle. Macht doch ruhig! Verstanden! Jäger im Anflug, Kurs 249 direkt voraus. Ja, schnappt euch die alle, bleibt da. Seht zu, dass ich das hier hinkriege. Wie bei mir voraus. Ein neuer Banditenschwarm im Anflug. Flachs, ne? Verstanden. Ja, die Flachsen sind schlimm. Aber die Banditen, die halt kommen. Erstmal die weg haben. Die Flachs schießen nicht sofort. Banditen direkt voraus. Waffe aufgeschaltet. Paket im Anflug. Skyhound werden vom Boden erschossen. Reaper, kümmert sich darum. Achtung, Reaper, Skyhound steht unter Beschuss. Ein neuer Banditenschwarm im Anflug, komm schnell! Verstanden, Oracle, danke für die Warnung! Bandit auf 12 Uhr! Daneben! Rakete von mir! Leitung,
haben das Ziel in Sicht. Die Basis ist einen halben Krieg entfernt. Verstanden, Ghostleader. Passen Sie auf. Mache an, die Verstärkungsmissionen im Umfeld der Basis. Roger, Oracle. Das RWR erkennt aktive SAM-Systeme zum Schutz der Gut, dass man durch Vollmilch fliegen kann. Good Reaper. Na Gott sei Dank. Skyhounds, landen Sie bei Ihrer aktuellen Position. Kommen Sie nicht in Reichweite der SAMs. Verstanden, Oracle. Die Skyhounds warten ab. Reaper, verstanden. Wir nehmen jetzt Kurs auf die SAMs. Kamen auf. So, einen Teil der Jäger habe ich schon. Ist da nichts an mir dran?